Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen bei meinem neuen Film. Heute darf ich euch begrüßen aus dem wunderschönen Land Kosovo. Ich befinde mich hier genau neben dem Flughafen in der Ortschaft Slatina Ed Madhe. Um meinen Weg weitersetzen zu können, habe ich mir ein Auto gemietet bei Europcar für 68 Euro, 2 Tage. Und derjenige, der sich kein Auto mieten möchte, kann bis hierher 2 Kilometer zu Fuß kommen und von hier aus fährt der Bus nach Pristina. Als erstes habe ich beschlossen, der Straße nach Prizren zu fahren. Jetzt Ende September ist das Wetter als warm, aber nicht immer Sonnenschein. Somit haben wir viele Wolken heute am Himmel hängen. Nach ungefähr 72 Kilometer vom Flughafen entfernt bin ich jetzt in der wunderschönen Stadt Prizren angekommen. Und genau in diesem Kirchenhof gelandet, der wirklich sehr gepflegt aussieht und von dem aus ich jetzt meinen Weg starte zu der Burg der Stadt. Um zu der Burg zu gelangen, muss ich jetzt die Fußgängerzone entlanglaufen, die für mich persönlich jetzt voller Überraschungen steckt. So zum Beispiel befindet sich vor mir ein schmuckes Haus, das beinhaltet ein Hotel. Gleich daneben befinden sich diese bunten Häuser. Neu restauriert ist eins schöner als das andere. Das Alter dieser Häuser ist hier gar nicht anzusehen. Eins meiner ersten Sehenswürdigkeiten hier in Prizren ist die Sinan Pasha Moschee. Ein richtiger Prachtbau hier im Zentrum. Was mich hier bei dieser Moschee beeindruckt, ist dieser Voreingang mit diesen beeindruckenden Wölbungen. Man meint gerade, man steigt in die Pforte des Himmels. Ich bin richtig begeistert und würde euch vorschlagen, das nächste Mal hier in Kosovo hierher nach Prizren zu kommen, zu dieser Moschee. Es lohnt sich. Und da ich euch versprochen habe, zur Burg zu gehen, muss ich jetzt die Altstadt durchqueren. Wieder mal an Häuser vorbei mit geschnitzten Balken, Türen, dessen Schnitzereien eine weitere Attraktion sind, und Straßen, die dich an eine Berglandschaft erinnern. Und durch das du jetzt auch den Weg zu Fuß bis zur Burg hochläufst, wirst du diese Landschaft jetzt vor dir haben. Es lohnt sich, diesen Augenblick zu genießen über die Stadt Prizren. Auf Schritt und Tritt wirst du überrascht, somit auch von dieser orthodoxen Kirche. Die liegt wirklich wunderschön platziert mit diesem Hof auf eine wunderschöne Landschaft. Hier gibt es nicht nur Kirchen, sondern auch Restaurants. Bei diesem hier hat man eine Terrasse, auch mit dem Blick über die Stadt. Heute ist das Restaurant leider geschlossen, aber den Blick genieße ich trotzdem. Ich bin ab Memmingen gestartet in Deutschland und bin in Pristina, Flughafen in Kosovo, gelandet. Mit Wizz Air für den Preis von 23 Euro. Das kam zustande, weil ich Mitglied bin. Inzwischen bin ich jetzt am Eingang der Burg angekommen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Vom Zentrum aus bis hier hoch hat man 600 Meter zu laufen. Und gleich nach dem Eingang hat man jetzt den Blick auf die Festungsmauer und das Gebirge ringsumher. Zu dieser Burg hat man freien Eingang. Und somit kann man jetzt jedes Details dieser Mauern entlüften. Somit habe ich jetzt auch diesen Tunnel entdeckt, der unten ins Tal reinführt. Und du möchtest auch ein einzigartiges, extravagantes Panorama sehen. Das hast du jetzt vor dir. Ich sage es immer wieder, die Welt ist so schön.
Man muss nur aus dem Haus gehen und sie besuchen. Dann findest du ganz bestimmt auch diese Landschaft. Nach diesen schönen Bildern von der Burg möchte ich mich jetzt wieder zurück in die Stadt begeben. Auf meinem Rückweg kann ich euch nicht diese schöne Landschaft enthalten. Es ist einfach wie ein gemaltes Bild. Eines Tages werde ich hier nach Prizren wieder zurückkehren, um mir diese Schönheit nochmal anzuschauen. Wenn man schon hier in der Stadt ist, sollte man unten im Zentrum auch neben diesem Fluss entlang laufen und diese alte Fußgängerbrücke als nicht aus den Augen verlieren, weil sie eine Sehenswürdigkeit ist und von den Touristen sehr beliebt ist. Nach ungefähr 80 Kilometer von Prizren entfernt liegt Pristina, die Hauptstadt Kosovos. Und hier habe ich jetzt mein Hostel bezogen. Es heißt Busstation. Und wieso denn Busstation? Weil es sich gleich in der Nähe der zentralen Busstation hier in der Stadt befindet. Mein Zimmer hier verfügt ein Doppelbett, ein Schrank mit Spiegel und ein Schreibtisch. Dieses Zimmer kostet für 2 Nächte 30 Euro. Guten Morgen, liebe Leute. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich sitze jetzt in meinem Auto und fahre zu dem Wasserfall Mirusha. Draußen ist als nicht das perfekte Wetter, regnerisch. Aber schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Eine ganz besondere Blume. Wunderschön, mein Tag ist gerettet. So kann eine Blume das Empfinden des Menschen beeinflussen. Und es wird nicht die einzige Blume auf diesem Weg sein, sondern hier haben wir schon die nächste, die auch in ihrer Pracht erscheint. Bis zum Wasserfall habe ich jetzt noch 2 Kilometer. Mein Weg schlingelt sich als durch diese Schlucht durch, bei der mir diese roten Felsen aufgefallen sind. So eine rote, leuchtende Farbe habe ich auch selten angetroffen. Ich musste mein Auto stehen lassen und bin jetzt 500 Meter auf diesem kleinen Weg Richtung Wasserfall gelaufen. Und schaut mal her, was ich vor mir habe. Es sind nicht nur diese wunderschönen Pilze, die ich hier entdeckt habe, sondern etwas ganz Großartiges. Der Wasserfall Mirusha, der hier wunderschön zwischen diese Felsenwände natürlich eingebaut ist. Ein Ort, den man auf jeden Fall besuchen sollte, wenn man hier im Kosovo ist. Und da ich dir noch nicht gesagt habe, wie weit dieser Wasserfall von Pristina, der Hauptstadt, entfernt liegt, kann ich es dir jetzt sagen. Also um die 66 Kilometer. Der Weg ist als gut bis auf das Stückel von 2 Kilometer bis zum Wasserfall. Um den nächsten Highlights näher zu kommen, müsste ich jetzt diese Berge hochsteigen. Aber da die Felsen wirklich sehr nass sind, ist das eine Gefahr, abzurutschen. Schaut mal, wie dieser Weg steil hochgeht. Auf diesen eingeschlagenen Stiegen kann jeder abrutschen, der nicht das richtige Schuhzeug bei sich hat. Somit gebe ich mich zufrieden mit diesem Anblick von hier unten und werde jetzt meinen Weg weitersetzen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhin so spektakuläre Bilder zeigen kann. Die spektakulären Bilder liegen nur ein paar Meter weit entfernt. Überall auf dem Felder Kosovos befindet sich diese Blume. Sie zieht eine Menge Bienen an. So wird hier in der Gegend auch Honig produziert. Nachdem ich jetzt 33 Kilometer hinter mir gelassen habe, bin ich jetzt an einem wunderschönen Tal angekommen, an dem ich
diese Felsen entdeckt habe und diese Hügelformation, die mir in Farben erleuchtet. Somit kann ich sagen, dass ich wieder mal den perfekten Ort getroffen habe, um ein Bild zu malen. Und genau oberhalb dieses Tales, auf einer dieser Hügel, wurde diese Kirche erbaut. Ein perfekterer Ort gibt es gar nicht, so nahe dem Himmel. Im Hof der Kirche angekommen, kann ich feststellen, dass hier noch gebaut wird. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie es hier in der Kirche aussieht. Beeindruckend, dass heutzutage auch noch Kirchen gebaut werden. Und ich kann sagen, wie schön die auch noch gebaut sind. Und eines Tages, wenn dieser Kirchenhof mal fertig ist, wird diese Kirche eine Attraktion nicht nur für die Gläubigen sein, sondern auch für die Touristen. Unterhalb der Kirche habe ich jetzt einen ganz besonderen Platz entdeckt. Es ist das Restaurant Grücker, in dessen Hof ich jetzt eine Besonderheit entdeckt habe. Es ist einfach dieser Brunnen. Und vom Inneren hat man den wunderschönen Blick auf die Berge der Umgebung. So, liebe Leute, nicht, dass ich jetzt hier alleine in diesem Restaurant wäre, sondern ich habe den Besitzer neben mir und er kann mir gleich beschreiben, wo dieses wunderbare Restaurant ist. Hallo Leute, ich heiße Florin Sopa, wir befinden hier in Kosovo, in Drenica und dieser Ort heißt Labuchen. Wie Sie sehen, wir haben schöne Berge hier und ich besitze dieses Restaurant. Ich bin seit Jahren am Arbeiten, zum Aufbauen. Ich habe gerade erfahren, dass du aus der Schweiz kommst, also arbeitest du auch in der Schweiz und hier? Genau, also ich bin seit 1994 in der Schweiz, seit 30 Jahren und ich arbeite jetzt beim Vivi Cola. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, hier dir etwas aufzubauen? Jawohl, also ich bin hier geboren und 14 Jahre lang habe ich da gelebt als Kind. Und ich kann einfach mit Land nicht vergessen, ich bin da erwachsen. Also ich werde in Zukunft mit diesem Restaurant weiterleben und ich hoffe, dass es klappt in Kosovo. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir auch noch viel Glück weiterhin und hoffe, dass deine Träume irgendwann in Erfüllung gehen. Oberhalb des Restaurants bin ich jetzt in einem Hof gelandet, der eingerichtet ist wie ein Park. Schaut euch mal diese Bäume an. Von Menschenhand geschnitten. Es ist der Hof, der Park dieses Hauses, also des Besitzers des Restaurants, Florim. Hier kannst du sehen, was man mit harter Arbeit alles leisten kann. Also, ich wünsche ihm viel Glück auch weiterhin. In diesem Moment haben wir einen Einblick auf die Hauptstadt Pristina, die sozusagen eine ganz moderne Stadt ist. Überall sind Hochhäuser zu entdecken, die ganz neu erbaut sind. Nicht weit von Pristina entfernt liegt die Ortschaft Gračanica, in dem sich auch dieses wunderschöne Kloster der serbisch-orthodoxen Kirche befindet. Genau zentral gelegen inmitten des Hofes befindet sich die Kirche, ein Bau, der an die Geschichte des Landes erinnert. Kosovo, kann man sagen, ist ein Land, das als viele Religionen vertreten hat. Beeindruckend ist auch dieser Hof, der im Zusammenspiel mit Alt und Neu ein neuer Glanz erhalten hat. An diesem Nachmittag möchte ich einfach durch die Stadt Pristina laufen und somit habe ich schon eine erste Sehenswürdigkeit neben mir. Genau an diesem Eck befindet sich eine Statue, die des Ex-Präsidenten der USA, Bill Clinton. Und weswegen
weil man zur Zeit des Ex-Präsidenten die Unabhängigkeit des Kosovo erreicht hat. Eines der nächsten Sehenswürdigkeiten ist die Mutter Teresa Kathedrale. Die wurde hier ganz neu erbaut. Und so wie ihr an dem einen Turm sehen könnt, ist der noch nicht ganz fertig. Heute Nachmittag ist die Stadt als vollgestopft mit Autos. Es gibt hier breite Straßen und auch viel Verkehr. Viele Wohnungsviertel entstehen in dieser Stadt. Und was könnte schöner sein, als bei so einem Bild beim Sonnenuntergang heute Abend mein Film zu beenden. Dieses Bild wird ewig in Erinnerung bleiben, weil es einzigartig ist. Und somit habe ich meinen Schluss schon angedeutet. Also, ich wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund und bis das nächste Mal in einem anderen Land. Bis bald wieder. Ciao.